Ja, das ist natürlich sehr entspannt. Hier schön an der Tunguska auf Pelletmarine zum Beispiel, aber mit Grundrouten. Drei Grundrouten, drei aktive Routen statt das Stressige mit der Poseangel. Also rein damit, die anderen Routen, die bimmeln auch schon wieder. Und hier haben wir ein kunterbuntes Portfolio an Fischen, die hier gerade reingehen. Auf unterschiedlichste Köder natürlich auch. Man kann hier gerade einiges testen, aber es geht immer wieder die Pelletmarine rein. Und das ist doch ganz angenehm, denn auch kohlemäßig ist die Pelletmarine gar nicht so schlecht. Ja, aber wie gesagt, hier geht auch noch vieles andere rein. Alles, was man hier so an der Tunguska so fängt. Wir gucken mal kurz in den Kescher. Ich stehe jetzt hier schon ein bisschen länger. Hier sind viele Pelletmarinen halt dabei. Regenbogenstinte, wenn man mit kleinerem Haken dran ist. In der Nacht waren auch ein paar Groppen jetzt dran. Und bisher muss ich sagen, fürs Grundangeln an der Tunguska auf kleinem Setup. Ich bin hier mit den Winkelpickern unterwegs, also sehr klein, sehr fein. Hab mir gerade nochmal extra passende Bleie nochmal geholt, und zwar hier steinfarbene Bleie. Wir haben ja hier steinigen Untergrund. Ich habe das gerade nochmal extra überprüft, wie der Untergrund ist. Und dann hier einfach nur mit dem simplen Setup 4 Kilo an Schnur. Wir könnten natürlich auch eine andere Schnur nehmen, eine Monoschnur vielleicht, und machen dann 4 Kilo Vorfach dran. Oder wenn euch das ein bisschen zu dünn ist, ist mir eigentlich auch ein bisschen zu dünn, wenn da eine große Pelletmarine reingeht, wäre so 6,5 Kilo als Vorfach vielleicht ein bisschen angenehmer. Aber ich teste erstmal noch ein bisschen und deswegen auf minimale Scheuchwirkung hier versuchen, das Ganze einzustellen. Also im Idealfall sehr schön kleine Haken und eben sehr dünne Schnur. Und es geht ganz, ganz, ganz viel rein. Also wirklich sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt hier keinen Clip. Ich kann jetzt quasi nur schätzen, wie weit das sind. Ich würde sagen, irgendwo zwischen 10 und 15 Meter. Ich werfe einfach nur, ich lade immer nur so bis halb auf und werfe dann eben hier die kleinen Bleie mit 20 Gramm so aus dem Handgelenk hier raus. Also da ist ja keine Futtermische oder sowas jetzt hier gerade in Wirkung, dass ich dann einen Spot genau mit einem Clip immer anwerfen muss, sondern ich werfe hier einfach an dieser Ecke locker raus. Na guck, da haben wir sie wieder, so einen Kandidaten, wo es dann so langsam sinnvoll wäre, vielleicht doch ein etwas dickeres Vorfach zu nehmen. Nächste Pelletmarine, sehr schön. Ja, so kann das gehen. Ganz unterschiedliche Köder aber auch, die eben hier funktionieren. Und ich glaube, man kann auch noch viel mehr Köder testen. Was gerade schon gut funktioniert hat, na ganz klar, die Köcherfliegenlarve. Köcherfliegenlarve eigentlich immer auch wieder ganz gut für Groppe und Co. in der Nacht. Aber auch einfach nur der Mistwurm liefert natürlich auch. Und da guckt man im Idealfall natürlich einfach mal hier in die Rekorde rein. Ich würde sogar sagen, wir können hier die All-Time-Records nehmen. Muxun, da haben wir schon mal eine gute Übersicht. Dann haben wir hier Pelletmarine. Da haben wir natürlich auch eine gute Übersicht. Wenn wir vielleicht mal hier auf Stippe gehen, dann sehen wir da vielleicht noch ein bisschen bessere Köder. Genau. Also mit diesen Ködern durchaus einfach, ne? Oder eben die mit dabei sind. Mistwurm, Steinfliegenlarve. Was haben wir hier? Mistwurm, Eintagsfliegenlarve. Also diese Kombis, beziehungsweise wir können ja hier keine Kombis machen, aber die einzelnen Komponenten funktionieren eben auch. Ja, und dann heißt es natürlich nur noch ein bisschen rumprobieren. Und vielleicht mit der Hakengröße rumprobieren. Ich habe hier angefangen mit einem kleinen 20er bis 18er Haken. Also 20er, 19er, 18er Haken. Die drei Varianten hatte ich hier drauf. Und habe dann eben mit Köcherfliegenlarve angefangen. Und bin dann Stück für Stück, habe ich mich vorgetastet. Denn es ging los hier anfangs mit einigen Regenbogenstinten. Und da fand ich das eigentlich auch schon sehr interessant, und ich würde auch gerne noch mehr Regenbogenstinten fangen.
Und jetzt im Moment bin ich mit einem 16er Haken unterwegs. Da hoffe ich jetzt einfach mal auf nette Beifänge. 16er Haken funktioniert zum Beispiel bei der Hasel. Der Hasel beißt da auch gerne mal als Trophy drauf mit 250 Gramm. Und wenn wir dieses Gewicht nehmen, also 250 Gramm, na, ist da einer drauf? Oder ist es die Strömung? 250 Gramm an Trophy-Gewicht auf 16er Haken, dann geht auch hier durchaus auch vielleicht der Regenbogen stimmt vielleicht mit drauf. Und das wäre natürlich meine Hoffnung. Für die Pelletmarine, wenn ich jetzt hier noch gezielter die Pelletmarine rausziehen wollen würde, dann wäre, denke ich mal, auch sowas wie ein 6er Haken deutlich angenehmer. Wobei ich ja momentan auch ganz das ganz interessant finde, gerade mit den Beifängen hier, kleine Marine auch mit dabei. Also hier gehen ganz kunterbunt die Brocken rein und wie gesagt, wenn ich die Chance habe, hier den Regenbogenstint auch noch zu ziehen, nehme ich die Chance natürlich mit. Bis jetzt sind das, keine Ahnung, vielleicht so 50 Silber oder sowas. Kohlemäßig muss man da natürlich jetzt erstmal noch schauen. Da war was dran, das habe ich jetzt verpasst. Ey, guck mal, hier ganz vorne am Ufer. Da müssen wir jetzt natürlich erstmal schauen, inwieweit sich das lohnt, beziehungsweise was hier gezielt dann mit welcher Köderkombi am besten rauszuziehen ist. Pelletmarine an sich lohnt sich, eigentlich lohnt sich jeder Fisch, der einfach gezielt in einer hohen Frequenz hier rauszuziehen ist. Also da macht das schon Bock. Ja, so viel zu dem Spot. Jetzt heißt es hier natürlich noch ein bisschen weiter rumprobieren und testen. Ich gucke gerade noch mal eben rein. Beide oder alle Setups sind eben ähnlich zusammengebaut. Steinfliegenlarve ist jetzt hier gerade drauf auf dem 16er. Dann haben wir hier natürlich den Mistwurm gerade drauf. Regenwurm wäre vielleicht auch noch mal ein Test, wäre eine Möglichkeit. Und hier die Köcherfliegenlarve. Wie gesagt, alles hier ganz simpel zusammengebaut. Und ja, wir müssen gucken, was reingeht, was hier zuppelt und was Bock hat, ne? Ich glaube, ich gehe ein bisschen größer rein. Vielleicht doch ein bisschen mehr Tragfähigkeit. Guck mal hier, eine arktische Marine. Das ist so wild. Das sind alles die Fische, die sonst hervorragend mit der Stippe oder mit der halt allgemein mit der Pose zu beangeln sind. Und wenn die jetzt so entspannt hier auch auf Grund gehen, mit drei Ruten gleichzeitig, dann schmeckt das. Dann schmeckt das richtig. Ich baue noch mal eben ein Setup um. Nehmen wir mal hier entspannt eine Monoschnur und dann machen wir mal hier nochmal einen Vorfach drauf. Nehmen wir mal tatsächlich hier so 6,4. Das ist doch ganz angenehm. 16er Haken behalte ich jetzt erstmal noch und dann locker raus damit. So, dann ist das, glaube ich, ein bisschen entspannter das Ganze. Und das sollte für die ganzen Fischis hier gar nicht so ein Riesenproblem sein. Wenn ich das vergleiche jetzt mit dem Posenangeln, da ist man auch deutlich dicker schon unterwegs. Also von der Vorfachsstärke her deutlich schwerer unterwegs. Von daher sollte das auch hier beim Grundangeln dann mit dem Vorfach durchaus funktionieren. Und wo ich gerade Grundangeln sage, da fällt mir ein, weißt du was, wir machen nochmal ein Vorfach. Nicht damit, sondern wir nehmen einmal hier Vorfachsmaterial, Karpfenvorfachsmaterial mit 6, ja, 20 cm, das reicht. Das muss nicht so lang sein und dann testen wir auch das mal. Vielleicht hat auch das hier eine gute Eigenschaft oder Lockeigenschaften hier oder weniger Scheuchwirkung vielleicht. Durchaus möglich, dass das auch ganz gut abgeht, weil es ja sich ganz gut im Untergrund anpasst und nicht so steif im Wasser rumschwimmt, ne, wie das Fluorocarbon. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, im Moment super zufrieden. Komm, wir gucken nochmal schnell rein, was die Fischis denn so ungefähr bringen. Der Markt ist ja nicht weit weg. Wie viel bringen denn hier so Pelletmarinen und Arktische? Mal eben nach Preis sortieren. Ja, das ist soweit okay. Das schmeckt. Also 4-5 Silber für eine Pelletmarine bis hin zu 7, bis hin zu 11 für die Arktische. Jetzt heißt das natürlich versuchen, das Ganze spezifischer hinzukriegen. Ja, 60 Tacken, das
ist normal, glaube ich, gerade fürs Testen und für die kurze Zeit, jetzt hier halbe Stunde, ist das durchaus okay. Ja, wie gesagt, jetzt noch mal ein bisschen probieren, welche Köder noch funktionieren. Wenn du noch ein paar Köder kennst, die gut funktionieren oder auch Spots, wo das hier funktioniert, einfach mit dem Grundangeln. Ich glaube, ich teste das auch gleich noch mal da hinten am Anleger, da wo man sonst immer klassisch mit der Pose steht. Durchaus eine Idee, mache ich gleich mal direkt. Und ja, einfach die Köder gerne unten mit in die Kommentare reinschreiben oder die Spots. Und dann sehen wir uns hier an der Tunguska oder im nächsten Livestream auf YouTube oder im nächsten Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags halt immer auf Twitch live um 19 Uhr. Und an den anderen Tagen bis auf Samstags immer live auf YouTube. So, Regenbogenstint, den will ich auch als Trophy. Petri Lümmels, bis zum nächsten Mal.